aber die zu euch gekommen sind. Ich kann da schon was sagen. Ja, ich auch. Fang mal an, ich ergänze es dann. Es gibt einen Paartherapeuten in Amerika, den John Gottman, der herausgefunden hat, und das bestätigt sich auch mit dem, was ich aus meiner Praxis kenne, dass die freundlichen, positiven Interaktionen im Vergleich zu den negativen oder aggressiven, streitträchtigen, ne, ungefähr im Verhältnis 5:1 stehen sollten. Wenn das unterschritten wird, wird es brenzlig. Also das ist vielleicht mal einfach so eine ganz grundsätzliche Maxime. Weil dann Verachtung mehr ein. Ja. Ich versuche immer wieder darauf hinzuweisen, dass selbst in Situationen, in der eine persönliche Enge sehr, sehr stark wird, ein respektvolles Miteinander ohne und Verzicht auf Abwertungen und verachtende Kommentare, dass das sehr gut ist. Dass man sich immer wieder erinnern sollte an die positiven Momente, die man miteinander hat, und dem auch einen gewissen Raum und Pflege geben soll. Gemeinsame Rituale schaffen und auch so eine Überlegung, das können die Paare dann gemeinsam mit uns führen, was denn der Zweck der Beziehung ist oder was so der heilige Gral darin ist, was so der Wert ist, für die diese Beziehung also vor allem spricht. Und natürlich reden wir auch offen über diese erotischen Wünsche und dieses ganze Umfeld, also um was es da geht. Und wenn da eine gewisse Ehrlichkeit herrscht und die auch genommen werden kann und integriert werden kann in Liebe, ja, wenn ich jetzt so aus dem Stegreif sagen soll, was da meine Maximen sind, ja, fällt mir das jetzt in erster Reihe ein. Vielleicht kann Mara das noch ergänzen. Naja, du hast es schon erwähnt, also ich glaube, ein wesentlicher, wesentliches, wichtiges Element ist, dass du eben deine Beziehung pflegst, so eben die Quality-Zeiten nennen wir das, also dass du dir gemeinsam mit deiner Partnerin Raum nimmst für die Erotik, für liebevolle Stunden und das auf jeden Fall auch nicht dem Alltag unterordnest. So, das ist schon eine Kunst für sich, ja, weil da nährt man sich gegenseitig. So, die Liebe nährt man vor allem. Es kann auch sein, dass man sich irgendwie gegenseitig was vorliest, ja, es muss nicht immer Sex sein, aber einfach bewusst sich Zeit füreinander zu nehmen. Das ist was ganz, klingt ganz simpel, ne? Aber frag das durchschnittliche Paar, wie viel Zeit die miteinander verbringen, wie viele Minuten am Tag sie miteinander reden, wenn beide berufstätig sind. Und das ist oft nicht viel. Das ist das eine. Und gleichzeitig ist es aber, denke ich, auch wesentlich, dass jeder für sich was tut. Also auch unabhängig voneinander. Hobbys pflegen, Freunde, Freundschaften. Also dass eine gewisse Spannung wird dadurch auch aufrechterhalten. Ne? So, dass man nicht total symbiotisch miteinander verschmilzt dann. Also das wär so das andere Extrem, was halt da auch vorkommt. Mhm. Da geht dann auch einfach das Interesse auch irgendwann aneinander flöten. Man ist so einfach gewöhnt, der andere wird zum Möbelstück, so mehr oder weniger. Und man merkt es schon, wenn er nicht da ist, aber mehr so aus dieser Gewohnheit und nicht aus dem wirklichen immer wieder neu schauen, ey, wer bist denn du eigentlich? Und ja, deshalb finde ich dich so toll, oder? Du hast mir jetzt noch ein Stichwort gegeben, ja. Ist mir noch was eingefallen. Also ein riesengroßes Problem, das ich immer wieder feststelle, dass die Beziehung eigentlich von Liebe getragen ist, von gegenseitigem Respekt und Achtung, und dass da absolut null sexuelle Spannung mehr da ist. Also gewissermaßen die Sexualität so eine Art Wärmetod gestorben ist. Ne? So nach 10 Jahren ist das fast eher die Regel als die Ausnahme, das ist leider so. Und das liegt oft daran, dass die Polarität nicht unbedingt gepflegt wird. Ich bin also schon ein Vertreter von dieser Sache, Männer sollten wieder stärker den männlichen Pol betonen, Frauen stärker den weiblichen Pol. Das ist natürlich Anlass für viele Diskussionen. Kann das sein? Ich meine damit, dass mir tut es gut als Mann, wenn ich weiß, wofür ich stehe, wenn ich meine Ideale kenne, wenn ich kraftvoll in der Welt stehe und eine Richtung habe. Ich glaube, dass es bei dem weiblichen Pol auch viel um Strahlen und Ausstrahlung und Schönheit geht. Und dass Kreativität, ich das gut finde, wenn Männer und Frauen das so gegenseitig pflegen. Wenn Männer auch mehr Zeit vielleicht mit anderen Männern verbringen, Frauen Zeit mit anderen Frauen verbringen, wenn man nicht die ganze Zeit so
so krass aufeinander gluckt. Also den besten Sex haben Machos und Hausfrauen miteinander? Na. Ganz falsch ist das nicht. Wenn sie darin in ihrem Element sind, ne? Ja. Also eine unglückliche Hausfrau, die ist sicherlich, weiß ich nicht. Ich glaube, dieses Macho-Hausfrauen-Modell ist irgendwie überholt. Das ist so irgendwie 50er Jahre. Dann haben wir so dieses Softie-Emanzen-Modell aus den 70er Jahren. Die verstehen sich gut, aber haben keinen guten Sex miteinander. Ich sage es jetzt einfach mal ganz plakativ. Ich nehme das mal auf, dieses Bild. Also worauf ich hinausgehe, auch in meiner tantrischen Arbeit, ist eine Art von Synthese, also so zu einer Art neuen Mann und neue Frau, die sowohl das eine als auch das andere integriert haben. Aber wo ist diese Polarität, wo das nicht unbedingt völlig negiert wird? Ich brauche das ganz oft, also wir machen in unseren Tantra-Seminaren auch Männerseminare, Männergruppen. Ein Großteil meiner Arbeit ist es, total verunsicherte Männer in ihrem Selbstwertbewusstsein, völlig torkelnde Männer, die eigentlich totale Herztypen sind, die ich alle total mag, denen ihr Selbstbewusstsein wieder mehr aufzubauen. Einer Frau auch mal Nein sagen zu können, auch mal sagen, nein, heute möchte ich mal das. Zu sagen, einfach sowas, heute mag ich nicht mit dir kuscheln und nicht mit dir mich ins Bett legen. Mir ist eher nach Sex. Wenn es keinen Sex gibt, dann möchte ich lieber alleine schlafen. Also das ist ja eigentlich schon ein Skandal, dass man das macht. Und ich finde, das ist aber für die meisten Männer leider gut. Also ich glaube, es braucht tatsächlich wieder eine Art männliche Emanzipation. Ist die verloren gegangen in den letzten Jahren? Ja. Also meine Erfahrung ist, vielleicht kommen auch diese anderen Männer, diese Macho-Männer, kommen nicht so sehr zu Tantra-Seminaren oder in Männergruppen hinein. Aber ich glaube, dass das gerade die sensiblen, weicheren Männer, die, sag ich mal, inzwischen fast in allen Branchen noch zu finden sind, dass denen eine Art, wie soll man das sagen? Ich glaube, dass Frauen auf Wölfe stehen und viele sind zu Hunden geworden. Einfach mal ganz so in dem plakativen. Was nicht heißt, dass sie unsensibel werden sollten. Also das auf keinen Fall. Gibt es die Möglichkeit, eine Sensibilität und ein Gefühl von Gleichberechtigung zu wahren und trotzdem mehr dieses Wölfische in sich selber wieder herauszufiltern? Und auch da gibt es, glaube ich, jetzt in der ganz jungen Generation wieder ein stärkeres Bewusstsein für. Aber ich habe damit täglich zu tun. Also eine Frau, die einen Mann hat, der einfach zu allem Ja und Amen sagt, die verliert das Interesse an ihm. Ne? Man braucht auch eine gewisse, wie andersrum auch, es braucht einfach eine gewisse Individualität, ne? Auch eine Reibung, um auch vor allem diese erotische Spannung aufrecht zu erhalten. Und bei der Frau ist es halt so, dass... da habe ich dann in meinen Frauengruppen eher damit zu tun, dass wir Frauen so gelernt haben, eben selbstständig zu werden, selbst Beruf auch unabhängig zu sein und dass viele sich so männliche Eigenschaften stark angewöhnt haben, um einfach in dieser Gesellschaft zu bestehen. Und was macht mich eigentlich als Frau aus, dass aber weniger dieses Kämpferische gegen die anderen, sondern mehr, da geht's auch viel mehr um was Inneres, um in so eine weibliche Natur, das hat auch ganz schwer Worte, da reinzufallen. Viel mit Entspannung hat das zu tun, mit Stille, mit Kreativität und sich aus sich selbst heraus nähren. So, und nicht so abhängig zu sein von dem Mann und was der jetzt tut und lässt, sondern mich selbst wieder spüren und meine Schönheit genießen, spielerisch zu sein.